Schon gut. Mit neuen Rüstungsteilen? Nö, danke, aber ich kann hier Fell machen. Leder meine ich. Danke. Und mit Leder könnte ich etwas machen, was ich verkaufen kann. Ach, das ist so doof, aber ich glaube, mit Redokunst hole ich mir, dass ich überall alles verkaufen kann, weil dann kann ich auch Scheißdreck an die Leute hier, ne, und die anderen Leute verkaufen. Ich muss unbedingt verkaufen können. Ah. Seht ihr hier, das meine ich. Zwar viel Leder, aber gibt immer schön viel Geld. Lederrüstung, Lederrüstung, Lederrüstung. Supidupi. Das hat sich doch gelohnt. Und dann gehen wir da hoch. Es ist nämlich schon wieder dunkel, es ist schon wieder abends, verdammt. Wer ist hier? Hexenheilerei. Ach, es ist schon wieder dunkel und spät und blöd, auch in Real Life. Dunkel meine ich und spät. Immer gucken, ob ich gesehen werde. Ah, fuck it. Yay. Ich weiß nicht, nach was das geht. Mit dem Erfahrung bekommen da. Da ist sie, da ist sie, da ist sie. Ich hoffe, sie geht ins Bett. Sonst meckert sie gleich wieder rum. Cool. Richtig viel zu nehmen. Geil. Feuerresistenz. Knochenmehl, Lavendel. Ich darf sie bloß nicht umdrehen. Bleib du da oben. Ich glaube, das ist besser. Ich habe Hakenkreuz gelesen. Ich habe schon gedacht, jetzt kommen die Nazis ja wirklich. Ein Totenschädel. Brauche ich den? Nimm einfach mal einen mit. Die Hexe im Haus. Ich habe Angst. So. Geldbeutel stehlen. Ich fühle mich so scheiße mit dem ganzen Clown, aber es ist einfach zu gut. Man kann einfach so viel machen mit Clown. Wirklich so einfach bei dem Spiel. Dafür kann ich kämpfen nicht. Ach man, legt doch mehr in eure Truhe. Ihr habt so eine coole Truhe. Hätte ich so eine Truhe, dann würde ich da... Ach, ich weiß nicht, was ich reintun würde. Ich habe nichts in die Truhe reinzutun, aber trotzdem. Meine ja nur. Na du, sie hört dich gar nicht mit deiner... Also gesehen hast du ja auch wenig an. Du hast zwar was an, aber das ist eine leichte Rüstung. Das habe ich schon, Entschuldigung. Oh fuck. Ich wollte eigentlich die Schatulle öffnen. Verdammt. Naja, okay. Ein, zwei kann nur abbrechen und dann ist doch... Oh mein Gott! Oh, wie gut! Die Nord von Himmelsrand habe ich schon, also gelesen schon. Das ist nicht so wichtig. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich speichere mal, ich habe keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Oh, dahinter! Oh mein Gott! Ah. Oh. Ihr habt hier nichts verloren. Hallo. Ihr habt hier nicht. Ich werde euch nicht noch. Okay, Entschuldigung. Dann warten wir mal.
arbeite weiter. Sie guckt sich irgendwas an gerade. Verdammt, sie liest. Ihr geht jetzt. Ihr habt hier nichts zu suchen. Verdammt. Ich werde euch nicht noch einmal. Ja, ja, ich musste auch nicht. Verschwindet. Oder ich. Ihr hättet besser auf. Ist ja gut jetzt. Vielleicht habe ich ja Glück und sie geht jetzt. Was macht sie? Ja. Fuck. Ja, ja, ja. Sehr gut. Arbeite da, arbeite da. Ihr habt hier nichts zu suchen. Okay. Tschüss. Verdammt! Da muss ich wohl noch mal hin. Da waren richtig viele schöne Sachen drin. Aber das kann ich ja machen, wenn ein Tag ist. Schlafen. Wer braucht Schlaf? Echsen brauchen keinen Schlaf. Und hier Amazon wohl auch nicht. Da oben. Oh mein Gott, was habt ihr hier für eine geile Stadt? Und gleichzeitig Scheißstadt. Hier sind auch zwei Häuser. Die Markantruinen. Schlüssel erforderlich. Ah. Und Halle der Toten. Oh, da muss ich doch hin, ne? Da muss ich doch hin, ne? Gucken wir mal. Fuck it. Geht doch. Jetzt sollte ich mal da ein was investieren drin. Im Schlösser knacken. Alle der Toten, hallo. Soll ich lieber mal den Elfenbogen? Auf 3 ist der, okay. Okay, hier sind keine Toten. Oh. Hier ist ein Sarg. In den Sarg kann man reingucken. Komm. Okay, hier sind aber keine Särge. Ah, doch, da. Die sind alle leer. Warum sind die alle leer? Komm, lass uns weitergehen. Hier ist irgendwas. Irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Ich frag mich jetzt was. What the fuck? Die haben ein Mausoleum. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber. Warum. Das ist alles leer. Aufschließen. Festung Unterstein. Adept. Festung Unterstein. Wir können hier in die Festung rein von hier. Die Frage ist, ob wir das wollen. Schrein von Akai. Gucken wir mal. Akai gibt uns die Kräfte von Akais Segen. 25% mehr Energie. Das ist doch schön. Danke, Akai. I like Akai. Akai is my friend. Akai is a good one. Schlafen, nein. Wiederherstellung verbessert. Diese komischen mit den Zahlen muss man immer lesen. Ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob ich es bei allen gemacht habe, aber Wiederherstellung verbessert. Yay. Ich optimiere ja doch ein bisschen. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. Aber ich gucke einfach alles an. So spiele ich halt. So. Wirklich. Einfach nur nach links oder rechts drücken. warum nicht? Manchmal ist es so. Ich weiß auch nicht, nach was man geht. Man muss eigentlich ein bisschen einfach nur ein bisschen vorsichtiger sein. So, jetzt gehen wir aber in die Drachenfestung. Warum auch nicht? Lalala.
Ich höre was. Hörst du das? Oder ist jemand? Hä? Massives Dwever-Metall. Was habt ihr gemacht? Und Zwerg Band 1. Könnt ihr also schön lesen. Aikanta und Kalkemo, zu dir soll ich doch. Hallo. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ich hab was für dich. Ausgrabungsstätte? Die Ruinen unterhalb von Markart? Die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche? Was? Idiot. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Nö. Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ist in Ordnung. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Sieht man. Und ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Oh, temperamentvoll. Hier ist eine Lieferung. Ich möchte die Ausgrabungsstätte sehen. Sollt ihr zu verkaufen? Ihr erforscht Dwemer? Ja. Ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markart allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Hm. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Hm. Und dann, wir wissen immer noch nicht wann genau, verschwanden sie. Das ganze Volk, alle auf einmal. Und nur ihre Werke blieben zurück. Das passiert in vielen Spielen. Warum braucht ihr Wachen? Zum einen, um meine Forschungen zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Und die Ausgrabungen in Nechuanzel sind gefährlich. Dwemer-Maschinen und Fallen funktionieren auch nach tausenden von Jahren noch. Hier ist eine Lieferung. Ach ja, richtig. Ich vergesse ständig, das abzuholen. Arme Kera. So eine geduldige Frau. Nun, dann solltet ihr wohl etwas für eure Bemühungen bekommen. Ja. Wie wäre es mit etwas Gold? Jo. Ich habe festgestellt, dass das recht beliebt ist. Mhm. 500. Ich habe einen Ring, den hätte ich auch behalten können, den Ring. Ist egal, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah, jetzt wissen wir es auch nicht, ne? Ich möchte... Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Was? Hatte euch für einen Magier gehalten? Eher, ich hatte euch doch für einen Magier gehalten oder irgend sowas. Aber, na, was hast du denn hier so? Streitaxt, Schwert, beständiger Schutz. Besser als dem, was ich jetzt habe. Aber noch ist ja eh nicht. Blitz. Das ist gut. Ein Blitz der Gesundheit und Magiker halb so viele Punkte. Okay. Blitzrune. Explodiert auf der in der Nähe befindlichen Oberfläche. Wenn Gegner zu nahe kommen. Das ist schon cool, ne? Da kann man so piu, piu, und dann kommen sie auf dich zu und bam! Ich will mal Eisstachel. Weil Eis ist immer gut. Dadurch werden sie langsamer. Ich glaube, ich will mal auf Eis umsteigen. Feueratronachen beschwören. Der ist so stark. Oh mein Gott. Soll ich das holen? Ich kaufe mal und verkaufe. Ich glaube aber nicht, dass ich viel machen kann. Nein, er will nur Bekleidung. Aber ist egal. Mache ich. Bis gleich. Weiter geht's. Ich habe mir ein paar magische Schriften geholt. Werde ich gleich lernen. Einfach nur mal ein bisschen stärker zu sein, wenn ich Magie zaubern möchte. Feuer jetzt nicht, sondern Eis, wie gesagt. Dann werde ich mich vielleicht auf Eis spezialisieren. Mal schauen. Werde ich euch gleich zeigen, warum. Und... Hier, dann habe ich mir alles zurückgeholt, weil er will unbedingt Ringe. Er liebt Ringe und er hat seinen eigenen Ring verkauft, warum auch immer. Aber er liebt Ringe und ich konnte alles, was wir geschmiedet haben, konnte ich verkaufen. Ich habe alles Geld zurückbekommen und ein bisschen Plus. Sehr gut. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Huanzel gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete.
Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer-Museum. Was sagt ihr? Ist gut wie tot. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Okay. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ich bin Kalzelmus Neffe. Das freut mich. Bevor wir das jetzt lernen, gehen wir... Ah, fuck, nicht umdrehen. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Nein, nein, gar nichts. Lasst meinen Onkel bloß nicht von seinen Theorien anfangen. Sonst seid ihr die ganze Nacht hier. Ich traue mich nicht mal, die Hälfte der Dinge anzufassen, die wir im Turm aufbewahren. So. Meine Fresse, warum steht er plötzlich an? Ja, warum nicht? Sehr gut. Dietrich, Gold. Schlüssel, kann ich mir beides nehmen. Ist egal. Granatring. Ui. Die Artefakte, die ich in Nechuan-Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Na, was hat er? Dietrich, Gold. Ring des geringen Schlossknackens. Warum nicht? Den Ring von ihm kann ich mir zurücknehmen. Brauche ich aber nicht. Okay, danke schön. Da würde ich gern mal ran gleich, ne? Das wäre nett von dir. Was ist das hier überhaupt? Verzierte Dämmer, Balken und das könnte ich alles stehlen. Aber wofür? Druckplatte. Könnte ich vielleicht irgendwie eine Falle bauen oder so? Jetzt steht er da voll im Weg. Gucken wir uns ein bisschen um. Oh mein Gott, wo... Guck mal, was das ist. Hier, da haben wir Ausgrabungsstätte. Was? Meine Fresse. Was habe ich denn alles noch nicht gesehen? Heftig. Achtung. Was ist das hier? Ach so, wieder so ein Dwever-Dingens. Und hier auch. Dwever-Dingens haben mich auch schon, haben mir auch schon Schaden gemacht. Blöden Säcke. Kann ich drauf verzichten. Oh ja, du gehst einfach so. Ne? Du bist cool. Auch wenn du auch so ruhig bist. Naja, dann sollen ja, denke ich mal, einfach nur helfen. Oh, da! Ahnen und die Dunner. Ach so. Egal. Warum da hinten eben ein was anderes ist. Juhu, yippie, ich darf machen. Dankeschön. Ich habe nur darauf gewartet. Arkane Verzauberer. So, ich will nämlich entzaubern. Hier, Beschwörung kosten weniger. Nö, den will ich lieber verkaufen. Ah, habe ich gestohlen. Nee. Verdammt. Das heißt, ich habe die alle nicht verkauft, weil ich mir gedacht habe, naja. Hier, steigert die Gesundheit. Wenn ich das wegmache, dann bekomme ich das aber nicht wirklich gut. Ach, 20 mehr Gesundheit. Veränderungszauber. Kannst irgendwann verkaufen. Einige versuchen einen Schaden. Kann ich das auch stacken? Weiß es nicht. Klösser knacken. 15% leichter. Ja komm, machen wir mal. Du hast die Schlösser knacken Verstärkungszauber erlernt. Yes. Das heißt, Verzauberung habe ich. Klösser knacken um 13% leichter. Magier 60% leichter. Okay. Das heißt, ich muss nur einmal machen. Das ist ja ganz gut. Gleichen wird verbessert. 887, aber gestohlen. Davon kann ich einen machen.
Wow. Verzauberung wird immer besser hier. Kann ich noch irgendwas? Die zum Beispiel. Die könnte ich verkaufen, aber steigert Magika. Ist natürlich cool. Und gleich ein Level höher dadurch. Ja, ja, geht gleich los. Und steigert die Gesundheit, das hole ich mir auch noch. Und, ah, fast. Weil hier Gesundheit verstärken um 20, Blocken verstärken, das kann ich jetzt alles rauf tun. Kann man das auf einen machen oder muss man das immer wieder rüber machen? Weil Gesundheit verstärken ist natürlich geil. Ich will Gesundheit verstärken. Steigert die Gesundheit um 13. Seelenstein. Gewöhnlicher Seelenstein. Kleiner. Machen wir mal gewöhnlicher. Wofür brauche ich einen Seelenstein? Einfach nur zum Verbinden. Okay. Aber warum ist das so schlecht? Warum steigert das nicht... Das steigert die Gesundheit gerade nur um 6. Um 1. Achso, es geht doch um die Größe des Seelensteins. Große Seele habe ich hier. Das macht um 13. Blocken um 8%, Magika um 13. Regeneriert sich schneller, schneller knacken. Ja, okay, nee, komm, dann lassen wir erstmal. Warten wir noch ab. Änderungszauber kosten weniger. Ist alles gestohlen, könnte ich eigentlich auch mal. Weil, bringt eigentlich am Ende ja nicht wirklich was. Da, Wiederherstellungszauber kosten 15% weniger, Magika regeneriert sich schneller. Ist das ein Zauber? Ach, will ich lieber verkaufen später. Ich denke, ich muss auch besser im Verzaubern einfach werden. Okay. Aber mit dir habe ich noch nicht geredet. Ich bin kalt. Lasst meinen Onkel bloß nicht von seinen Theorien anfangen. Sonst seid ihr die ganze Nacht hier. Jo, er sitzt genau daneben. Wer ist das denn da hinten? Ah. Hallo. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jahr werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. Ja, ja. Wenn es um die Halle der Toten geht, nein. Die könnt ihr nicht betreten. Schon geschehen. Was ist denn die Halle der Toten? Neu in Himmelsrand? Ich war auch erst verwirrt. Mausoleum, habe ich schon gesagt. Dort sind die Bewohner der Stadt beerdigt. Väter, Vorväter, Mütter. Und warum darf ich da nicht rein? Ich kann nicht darüber reden. Seid versichert, dass der Jarl jedermanns Sorgen hört. Bald werdet ihr die Toten wieder besuchen können. Da waren überhaupt keine drin. Ich könnte helfen, wenn ich wüsste, worum es geht. Ich werde euch nicht gern. Ich werde nicht gerne ignoriert. Nee, ich werde euch helfen. Na schön. Yes. Ich wollte ohnehin vorschlagen, dass der Jarl jemanden einstellt, um das Ganze in Ordnung zu bringen. Ja, ganz ruhig jetzt. Wir haben entdeckt, dass einige der Toten gegessen wurden. Was? Fleisch wurde abgenagt und Knochen wurden zerbrochen, um an das Knochenmark zu gelangen. Bisher haben wir noch nichts und niemanden erwischt. Es ist, als wüsste der Täter, wann ich da bin. Wenn ihr die Angelegenheit ergründen könnt, wird euch die Priesterschaft von Arkai belohnen. Nehmt meinen Schlüssel und seid vorsichtig. Okay, wofür brauche ich Schlüssel? Okay, danke. Wer ist Arkai? Arkai. Einer der 8 Göttlichen. Gott der Geburt und des Todes. Ah, an seinem Schrein beten die Menschen, wenn sie die Halle aufsuchen. Dass seine Göttlichkeit und ich mag Arkai, Entschuldigung. Vorfahren auf dem Weg in das nächste Leben wachen möge. Aber wegen Tod und so, ne? Okay. Ich kümmere mich drum. Seid vorsichtig in der Halle. Wir wissen nicht, was darin ist. Ja, mach ich. Ich war schon einmal drin. Was ist hier? Markath. Okay. Markate, ich weiß. Markate, ich kacke dir in die Arte. Okay, schon. Wir speichern mal. War ja ganz gut, was wir gemacht haben. Naja, wir sind ja toll. Na, wer bist du denn? Die Silber. Ach ja, Tongor. Ihr da. Seid ihr auch so ein kaiserlicher Lakai? Los,
Nein, ich unterstütze das Kaiserreich. Ich bin kein Freund. Ich weiß nicht, worum es geht. Es herrscht Krieg. Und ihr wisst nicht, wovon ich rede? Ich habe keine Ahnung von nichts. Das Kaiserreich ist dabei, alles zu zerstören, wofür Himmelsrand steht. Okay. Jarl Egmund soll sich nur weigern, mich zu empfangen. Psst. Die Silberblutfamilie wird dennoch Gehör finden. Ich weiß immer noch nicht, auf welcher Seite ich bin. Ist mir auch ziemlich egal. Ihr habt etwas über Talos gesagt. Ein wahrer Held der Nord. Eine Legende. Ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Hm. Elfen. Herrschen die Elfen im Himmelsrand oder die Nord? Ich. Warum sollte er euch hören? Uns gehört die Sidna-Mine. Das beste Gefängnis im Himmelsrand. Und Quelle der Hälfte des Wohlstands in dieser Stadt. Wir sorgen für die Sicherheit von Reach. Wir überschwemmen Markarth mit Reichtümern. Aber hört der Jarl uns zu, wenn wir mitreden wollen? Nein. Er übersieht dabei geflissentlich, dass Ulfric Sturmmantel diese Stadt vor den Abgeschworenen rettete. Ulfric ist ein Held. Und kein Verbrecher. Ja, das stimmt vielleicht trotzdem. Was hat es mit den Elfen auf sich? Sie haben den großen Krieg angezettelt und beinahe die Kaiserstadt zerstört. Dann wählte der Kaiser den Weg eines Feiglings und kapitulierte. Jetzt schreiben uns die Elfen vor, was wir zu tun haben. Und sie wollen nicht, dass wir einen bloßen Menschen wie Talos als Gott verehren. Oh, das ist ja voll scheiße. Religion, meine ich. Habe ich doch draußen schon gehört. Ein wahrer Held der Nord. Oh, ich mag den Nord nicht. Ein Mann von solcher Größe, dass die Göttlichen selbst seine Seele in den Himmel holten und ihn zu einem Gott machten. Das glaubst du einfach so. Er begründete das Kaiserreich. Und jetzt haben sie sich von ihm abgewandt, um die Elfen zu beschwichtigen. Elfen! Herrschen die Elfen im Himmelsrand oder die Nord? Ich kann es nochmal fragen. Er benutzte die Drachensprache. Ach so. Okay. Er brüllte diese Abgeschworenen von den Mauern. Dann führte er einen Trupp Nordkrieger hinein und eroberte die Stadt. Genau wie Talos selbst bei der Schlacht von Altheroldan, als er Reach aus den Händen dieser heidnischen Eingeborenen befreite. Okay, voll interessant. Danke. Macht in meiner Stadt keinen Ärger. Nö, ich beklaue dich jetzt nur gleich. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. So, er sieht mich nicht mehr. Das ist natürlich super schön. Gold. Schatzkammer, nö. Oh, steigere die Blitzresistenz um 30. Geil. Ach so, ich habe vergessen, neue Stufe zu machen. Ich werde mal Magicka erhöhen. Einfach nur, weil ich es kann. So. Okay, wo sind wir jetzt hier? Oh, guck mal, da oben ist ein Roboter. Und ein Hund. Ich höre einen Hund. Hallo, Roboter. Soll ich dich erschießen? Weil du bestimmt bewegst du dich noch. Ich weiß das, weil du siehst total danach aus. Oh, ein kleiner Irrgarten wieder mal. Ach ja, schön. Hallo, Hund. Und du heißt einfach nur Hund. Du hast keinen Namen. Okay. Hund ist auch ein Name. Eigentlich cool. Nennt mal euren Hund Hund. Und eure Katze Katze. Ist zwar irgendwie fies, weil... Aber nennt euer Kind dann aber auch Mensch. Mensch, Mensch. Jetzt komm doch mal her.